Ah, mon Cheris, willkommen zurück zu The Bias Dawn, Folge 36. Ich fühle mir gerade Eistee in meinen Herr Los Boyos Hermanos Becher und sobald wir das erledigt haben, geht's weiter in der Höhle. So, was haben die denn mit Burg Varys, Alter? Okay, 8 Elras gegen 25 Söldner. Sollten wir hinkriegen. Fuck! Ja! Geil! Fuck! Der ist bestimmt der Anführer. Ja, geil! Geil, nice! Fuck! Geil, ja! 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 Ja, Mann! Der Anführer ist tot! Fuck! Ich muss das mal ein bisschen ernster nehmen. Hier sterben gerade Menschen. Und Elras. Nein! Jetzt Zeit, dass wir die ausräuchern hier. Die Brut. Ja, lass es doch jetzt mal gut sein. Kill den mal bitte. Nein, nicht den Söldner killen. Der Söldner soll dich killen. Komm schon. Please. Dankeschön. 10 Leute haben wir verloren. Das ist. Also, wenn wir drüber nachdenken, 10 Leute gegen 8 Elras getauscht zu haben, das ist gar nicht so schlimm. Wir haben jetzt wieder sehr viel Zeit, um Leute aufzubauen. Sollte eigentlich okay sein. So vom Kostenfaktor her. Vorausgesetzt, wir werden jetzt halt nicht übel überrannt vom Clan der Heiligen Krieger, wobei die ja die ganze Zeit immer am Rumpimmeln sind und nichts machen. Aber wir schauen mal. Nee, wir schauen mal. Wird sich schon alles zusammenfügen. Hauptsache, wir haben hier Spaß, genießen unser Gameplay und schnibbeln die Reptiloiden in Schnitzel. Ja! Ich brauch mal wieder Schnitzel mit Pommes, Alter. Richtig, richtig geiles Essen. So, eine Truhe. Wasser des Lebens. Heilt alle Partymitglieder um 500. Das klingt ultra gut. Und ultra wertvoll. Ja, der Trick ist einfach, ein extrem guter Spieler zu sein. Und, was soll denn hier? Was soll denn hier? Ist hier was? Warum ist hier nichts? Ist einfach nur, weil es stylisch ist. Einfach nur ein extrem guter Spieler zu sein und halt die ganzen Consumables nicht zu brauchen. Und dann die ganzen Consumables für Geld zu verkaufen und dann davon Söldner zu gönnen. Das ist der Play. Ja, oh mein Gott, Initiative. Ich stab dir in den Back, Bo Rudy. Okay. Also Elaine ist mit Abstand die schnellste. Ich bereue es ein wenig, nicht auf Geschwindigkeit gegangen zu sein beim Seelendevice für die Skills. Aber naja. Vielleicht kann man sich ja irgendwie einen Hastzauber zusammenstellen. Das wäre cool. Oh mein Gott, nochmal 2. Das macht nochmal 5! Ich glaube, wir... Ups, das war wieder falsch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ballern wir die einfach mit Feuer nochmal weg. Weil es eben 3 Stück sind und Elaine gerade noch viel Blut hat. Und im nächsten Kampf kann sich Elaine dann wieder voll saugen. Und dann habe ich schon mit Elaine die Krallen in den Dino gehauen. Wollte ich gar nicht. So, darunter. Du auf den da hinten. Elaine auf alle. Schön. Und jetzt kann ich, glaube ich, einfach durchklicken. Wir brauchen auf jeden Fall einen AOE. Im zweiten und dritten vielleicht. Damit Aska und Valna auch was machen können. Elaine Level 25, noch eins. So, wie viele sind hier? Müssten ja die letzten sein, jawohl. So. Wir haben auch immer noch keine Ausrüstung gekauft, ne? Weil wir das einfach nicht nötig haben, sofort verfehlt. Also wir haben halt Ausrüstung für die Kleine gekauft, für die... Ich bin eine Lady! Aber für die andere Truppe nicht. Also die Boys und die Girls.
Sehr schön. Ah. Los, gib ihn! Los, let's go! Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Animation extrem liebe? Ich finde die total nice. Es ist einfach so schön. Wir haben 2 Level, glaube ich, in der Höhle hier gemacht. So, das müssten alle gewesen sein. Also zurück nach Gardon. Aber was ist hier? Statusruhe. Nice. Raus hier. Links und dann nach oben und dann noch rechts und dann nach unten und dann gehen wir die Quests ab. Wir haben 3 Quests zum Abgeben. Ich meine, ja, machen wir. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, weil dann können wir vielleicht noch 1-2 Level damit machen. Und dann können wir das nächste Bruchstück holen gehen. Das klingt doch nach einem Plan. Badum, badum, badum. Hi! Habt ihr den durch? Ja, hier ist er. Ha, sehr gut. Ha, nun besitze ich ihn endlich. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Und hier ist eure Belohnung. 1000 Philatus, ja nichts. Außerdem dürft ihr behalten, was sonst noch so in der Kutsche war. Lügen 3, na, fein. Aber jetzt muss ich hier verschwinden, bevor noch jemand Verdacht schöpft. 22.000 Erfahrungspunkte, Level 27. Das hat 2 Level gegeben. Wir sind gerade 25 geworden. Das alleine hat 2 Level gegeben. Versteht ihr, warum Quests so wichtig sind in diesem Game? Holy guacamole. Sternchen! Gib mir XP. Habt ihr die Mine schon von den Monstern befreit? Ja, haben wir. Oh, das sind wunderbare Nachrichten. Jetzt können die Bergarbeiter endlich wieder an die Arbeit gehen. Vielen Dank für eure Mühe. Boah, wenn man lügen kann, dann kannst du ja richtig viele coole Dialogoptionen ausschöpfen. Vielleicht einen Replay wert für euch? Schön, dass wir helfen konnten. Bitte nehmt das als Belohnung. Eine Kappe des Lebens. Damit könnt ihr sicher etwas anfangen. Danke nochmals. Ihr habt der Stadt Gardon einen großen Gefallen getan. Freut uns, dass wir helfen konnten. 30.000 Erfahrung. Level 29. Wir haben 4 Level mit 2 Quests gemacht. Und wir haben noch eine Quest zum Abgeben. Den Altersschwachsinn heilen. Dann sind wir gleich Level 30. Oh mein Gott, wir können uns nie wieder Söldner leisten. Ich sage euch. Never again können wir uns irgendwas leisten. Aber das muss okay sein. Dafür sind wir jetzt... Holy Speed, Alter. Ist das Spiel vielleicht gar nicht so schwer oder so lang, wie ich mich erinnere, sondern... Ich sag das jetzt richtig häufig mittlerweile, aber... Ich glaube, ich war legit einfach nur ein dummes Kind. Meine Güte. Ist ja nice, ein Stein, wie viel Progress wir jedes Mal machen. I love it. Okay. Ja, wir könnten Burg Varis halt weitermachen und dann Burg Varis erkunden und den Dungeon anfangen. Naja, wir heilen jetzt erstmal den Altersschwachsinn von der Dame. Beziehungsweise kümmern uns darum, dass der geheilt wird. Hallo, wir sind wieder da. Angriff der Ritter auf Schloss Ardos. Ach ja? Komm mal her. Okay, 1 gegen 1. Jawohl. 2 zu 1 für uns. 3 zu 1 für uns. 3 zu 2 für uns. 3 zu 3. 4 zu 3 für uns. 5 zu 3. Nein, lass doch nicht so abschlachten, Mann. Schlachtet zurück. Nein. Ja, na gut. Ein fairer Kampf. Also der Clan der Heiligen Krieger ist bedeutend schwächer als die Elras. Guck, wir haben nur 5 Leute verloren. Gegen 11 von denen. Super. Super gut. Love it. Okay, jetzt sollten unsere Burgen wirklich erstmal für die nächste Zeit sicher sein. Nope. Wo war das denn? War das das erste Haus? War das hier?
Das könnte nicht das richtige Haus sein. Was ist mit dir? Was willst du nochmal? Sehr merkwürdig. Vielleicht ist die Stadt ja nicht mehr gefährdet. Gefährdet, wovor? Bla 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 bla. Vor Verbrechern. Verbrecher wohl kaum. Und nun zahlen wir auch noch Steuern an neuen Besitzer. Ja, 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 danke. Miau, miau. Sternchen. La 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 la. Welches Haus war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Hast du echt irgendwas Interessantes? Nein. Bye. War das denn hier rechts irgendwo? Ha, ich kann mich nicht erinnern. Das ist die Bäckerei. Das wird das Haus des Bürgermeisters sein. Nee, das war aber am Anfang der Stadt, oder? Ach, das ist das Inn, das ist es auch nicht. Du bist irgendein Dude. War ich in der Höhle da drin? War ich da links in der Höhle? Ich weiß es nicht mehr. Aber bestimmt, oder? Ich hab doch keine Höhle übrig gelassen. Was? Das Haus? Ah, es war das Haus. Janusz! Habt ihr schon rausgefunden, wie ich meiner Mutter helfen kann? Ja, haben wir. Ja, wirklich? Na, sagt schon, wie? Nun, du musst dir einen Tee aus Xamos, Wurz und Schwarzbeeren kochen und ihn deiner Mutter dreimal täglich zu trinken geben. Das könnte ich auf jeden Fall mal probieren. Wo habt ihr das her? Aus einem Medizinbuch. Ah, okay. Ich hoffe, dieses Buch behält recht. Ich danke euch. Hier, nehmt das als Dank. Ein Lebensank. Ein Regenerationsank. Eine Lichtrune. Oh mein Gott, Lady hat was gelernt. Schwarze Geister, 47 Blut, trifft alle Gegner. Wir waren gerade Level 25, wir sind jetzt 32. Okay. Meine Strategie mit Geld ausgeben, Söldner kaufen und dann Quests abgeben, scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Imagine, ich hätte jetzt die Quests abgegeben und hätte dann Söldner gekauft. Wir haben 7 Level gemacht, das wäre einfach so viel teurer geworden. Oh mein Gott. Gott, I love it. So, aber war ich da drin? Bestimmt, ne? Ja, 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 ja. Doch, 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 doch. Hier war mal drin. Weiß zwar nicht mehr, was hier war, aber da die Schatztruhe da oben, offen ist, wird's wohl richtig gewesen sein. Jesus Christ. Ja, geil. Wir müssen Quests angucken. Okay. Level 35 schaffen wir noch nicht. Die rastlosen Toten können wir jetzt. Schicke die wandelnden Toten auf den Friedhof bei Ordun in die Hölle. Epic, aber das will ich noch nicht machen. Ach, die Königskrabbe. Besorgt das Fleisch einer Krabbe vom Strand nördlich von Ordun. Mhm. Piraten können wir vielleicht battlen. Wir können 2 Bruchstücke holen. Jesus Christ, vielleicht sollen wir das machen. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein Bruchstück. Und zwar das hier raus. Aber dafür müssen wir als erstes mal speichern. Ja, ja, wir kriegen Sonnenstich. Mit 32, Alter. Ah, au, ei, ei. Hier drin kriegen wir auch Schaden. Oder ist das nur, weil die Sonne... Ah ja, weil es die Nachwirkung, okay. Wie viel Leben wir jetzt haben? Ist ja insane. Okay, wir plündern jetzt erstmal alles, was wir hier finden. Wir wissen ja eh nicht, wo der Eingang in den Dungeon ist. Also ich würde jetzt tippen, irgendwo unten. Aber so oder so. Ich meine, wir looten ja immer alles. Außerdem will ich Bücher suchen. Gibt es ja irgendwo was Nices zu lesen? Nee, da drüben ist eine Truhe, habe ich gesehen.
ob ich graut es vor dem nächsten Investment in die Söldner. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich erstmal genug Zeit, um Steuern zu kassieren. Aber es wäre schon... Es wäre jetzt natürlich extrem gut, wenn wir... Oh, nice. Level 35 werden würden, so schnell wie möglich. Weil jetzt sind wir so nah an 35. Wenn wir jetzt zu lange rumpopeln und dann Seelen verschwenden. Also, indem wir dann auf dem Maximalwert von 99 sind und die dann nicht investieren können. Das wäre ja dann auch kacke. Außerdem, das Erste, was wir ja machen können, ist in 3 Sachen investieren. Nämlich einmal in 4 Sachen investieren. Einmal mehr Steuern, einmal Burgkampf. Einmal Diebe und einmal Tiere besser ausweiden und mehr bessere Felle kriegen. Wo kriege ich jetzt schnell 3 Level her? Vielleicht, wenn wir die Königskrabbe ermorden. Au. Pass auf, wir ziehen mal. Beziehungsweise ich port mich ja eh gleich zurück, ist egal. Finde ich aber cool, dass man auf dem Dach Sonnenschaden kriegt. Macht ja auch absolut Sinn. Ich glaube, ich muss die Dinger trotzdem anziehen, sonst sterben wir hier draußen einfach. Sonnenschutzmantel. Ah, wir haben aber nur 3. Muss ich mir mal noch einen kaufen irgendwann. Vielleicht finden wir hier einen. Meine Güte, das ist einfach... Das ist so ein geiles Game, ich kann es nicht glauben. Alles ruhig hier. Kein Grund, nicht aufzupassen. Ja, ja, schon gut. Lauf weg, Soldat. Laufen Sie. So. Unsere Lady kriegt immer wieder Damage. Hat noch 200 AP. Kriegt 5 Schaden pro Tick. Eine Heilfiole. Damit können wir leben, schätze ich. Also mit dem Schaden. Hier irgendwas zu looten. Irgendwas muss ja hier sein. Sonst könnte man hier nicht rein. Komm schon. Ah, ist ein Keller. Ah, es ist der Eingang. Grün haben wir schon, ne? Unser grüner Schlüssel leuchtet. Okay. Ja, machen wir gleich. Und der Weg ist frei. Holen wir uns das Bruchstück. Jo. Später dann. Erstmal die Burg durchsuchen. Und wie gesagt, erstmal Level 35 irgendwie werden, wenn es irgendwie erreichbar ist. Dietrich, sehr gut. Das sind auch nochmal 500 Filar. Ich glaube, es ging hier noch irgendwo... Wo kam ich denn eigentlich her? Ah, hier. Ich glaube, hier ging es noch nach rechts, oder? Genau. Genau! Das ist eine blaue Truhe. Ein Seelenschwein. Ja, ist okay. 274 Filas. Auch schon wieder ein halber Söldner oder so. Also wenn ich das Spiel nochmal spielen würde. Und zum Beispiel auf schwer oder so. Dann würde ich auf jeden Fall, sobald man Söldner kaufen kann und die nur 100 Filare kosten oder so, halt super günstig sind, so günstig wie möglich, würde ich all meine Speichersteine und alle Vampirsteine und so verkaufen, damit ich mir so viele Söldner wie möglich holen kann, damit ich direkt 3 bis 4 Schlösser einnehmen kann, um einfach so viele Steuern wie möglich zu kriegen. Ich glaube, das wäre der optimale Play. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es fühlt sich zumindest nach einem optimalen Play an. So, kann ich hier raus? Nein. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal weg. Und holen dann das Bruchstück später. Also ist ja eh dann wieder ein Prozess von mehreren Folgen, möchte ich tippen, weil, ich meine, war das letzte Mal auch so, wie viele? Ah, sie hat 1 HP. Okay, sie kann also nicht sterben. Ich habe ein bisschen geschludert. Pupsi, pupsi. Also nicht durch die Sonne sterben zumindest. Wir gehen jetzt nach Ordun. Ordun ist ganz links, glaube ich. Ja, weil Gardon ist ja rechts, also muss Ordun ganz links sein. Heil doch bitte mal die Dame hier. Zumindest so ein bisschen, dass er nicht gewonshottet wird, falls wir jetzt in einen Encounter irgendwie geraten. Und dann werden wir uns wahrscheinlich gleich mit Valna nochmal zurückporten.
um ja, um was zu tun. Spells zu lernen, schätze ich. So, hier muss irgendwo Königskrabbe sein. Was seid ihr denn? Ihr seid ja krass. Kann man die aussaugen? Ja, kann man. Wer ist dran? Aska ist dran, gut. Aska braucht Blut. Ah, ich hab den falschen ausgesaugt. Ups. Upsi-dupsi. Ja, ich, wie gesagt, gleich Walna mal ein bisschen. Wie viel Damage machen die? Jesus! Machen wir schwarze Geister, wir sehen, wie viel Damage das macht. Quasi keinen. Aber Eiskristall macht bestimmt gut Damage. 66, das ist okay. Ich hätte Walna vielleicht heilen sollen. Nice, einer ist tot. Walna lebt. Das ist gut. Schlitzt den auf. 29 Damage. Komm schon, blaste den weg. Kill den allein. Schnell für dein Habibi. No, er ist tot. Ja, das hätte man verhindern können, eventuell. Who knows? Ah, mit einem Schlag jetzt auch noch, ne? Das ist... Naja. Mach nix, ne? Das ist schlechtes RNG. Kann man hier flüchten? Fliehen. Fliehen. Okay. Weil er ist schon wieder tot. Jetzt, wo ich das gerade sehe, Reihe. Man kann die Charaktere nach hinten stellen. Okay. Wenn man einen Mage hat zum Beispiel, ganz gut. Walna? Walna? Oh Gott, das ist die Gegend. Walna, gut. Zuflucht. 39 Blut. Habibu. Sollen wir uns etwas raussuchen? Ja, Mann. Ich flehe euch an. Tut es. Tut diese. Ich bin doch nur die Krebskrabbe. Die Krabbenkrebse. Mehr will ich gar nicht. In der Gruppe wurde wieder hergestellt. Blutfiole für dich. Zuflucht für dich. Speichern für uns alle. Huh. So. Das wird die Krabbe sein. Kein Glitzer, den ich sehe. Holy shit, da wird die Krabbe sein. Na, die ist für Level 18. Kann nicht so krass sein. Tja, das erklärt, warum der Koch noch immer auf sein Krabbenfleisch wartet. Laufbusche sind dann auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und darum machen wir jetzt die Arbeit, oder was? Lass uns einfach das Krabbenfleisch besorgen. Lass uns einfach das... Ja, egal. Ja. Na, das nenne ich mal eine fette Krabbe. Das wird wohl die Krabbe sein, die wir besorgen sollen. Ich glaube, ich kann euch nicht hören, weil die Wellen so laut sind. Das sieht wie ein Gegnertyp aus Breath of Fire. So ein richtig schönes Sprite. Richtig clean. Geil. Okay. Wasser? Hat ihn geheilt. Okay, interessant. Es gibt Live. Also hier Elementabsorption. Beiß den mal. Schlacht den mal. Beiß den mal. Ist Blut leer? Okay. Krasse Krabbe. Wie sieht's mit Feuer aus? 44. Blutung macht 40 Damage pro Tick. Ja, I don't know. Verlangsame den. Jo. Oh, Aska hat wieder kein Blut. Nein. Schlacht den. Oh, übelst viel Schaden. Blende den. Was auch immer das alles macht. Keine Ahnung. Vielleicht können wir den noch vergiften. Das wäre natürlich ultra. Ja, ist vergiftet. Komm, schlacht ihn einfach. Das war ja nichts. Gut, wir waren Level 18, also. 1000 XP. Süß.
Krabbenfleisch erhalten. Sieht saftig aus. Kann ich die Krabben... Ach, das sind richtige Gegner. Ach, Aska. Wie viele? Übelst gut. Richtig viele Seelen. Schwarze Geister und danach sind wir leer. Oh, hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Alle sind blind. Oh, mir wurde das Gesicht gespritzt. Ist ja ekelhaft, Alter. Was? Kann doch nicht sein. Crit. Achso, nee, sie hätte Blut saugen sollen. So wie Elaine das jetzt machen wird. 10. Hm. Naja. Reden wir nicht drüber. Oh, alle blind. Dun, 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 dun. Dann mach mal. Ich glaube, wir müssen uns mal irgendwo noch einen Snack unterwegs besorgen. Wir brauchen noch mal ein bisschen Blut gleich. Blut! Oh, wir haben noch einen Lebensank. Das sind 10 maximale HP. Oh, richtig viele Seelen. Wir brauchen ganz dringend das Level-Up. Ein Speicherstein, sehr nice. Eine Lichtrune, sehr nice. Ja, die sollen ruhig wahnsinnig sein, das ist okay. Oh, nicer Sand-Sound-Effekt, wie Minecraft. Aber ist heute aber auch mit Minecraft, ne? Da hinten ist nichts, okay. Okay, ja, ich wollte nicht, nein, ich wollte, ich hab doch nur, ich, ah. Weil ich immer einfach permanent Enter drücke, beziehungsweise halt Y, bestätigen, betätigen, Interaktionstaste, ihr wisst schon. Jetzt müssen wir wieder nach Gardon. Ich denke, die verkaufen auch Karton in Gardon. Wird, glaube ich, gleich Zeit für eine Aufnahmepause. Es ist schon wieder so spät. So, was haben wir denn? Nee, das ist das Falsche. Ich muss immer zu gelb. Gelb sind die Städte. Ach, ist das schön. Hi! Darf ich mal knabbern? Wir machen, bis Elaine und Valna voll sind. Oh, da hat er wirklich eine Menge in sich, ey. Oh, yes, my boy. Dankeschön. Danke für die Spende. Ich bin vom Roten Kreuz. Ich benötige ihr Blut. Blutspendeaktionen sind auch nur glorifizierter Vampirismus. Folgt mir auf Patreon, wenn ihr der gleichen Meinung seid. Hallo, Herr Koch. Habt ihr das Krabbenfleisch gefunden? Ja, hier ist es. Ah, Gott sei Dank. Damit ist das Sasu der Pro gerettet. Habt ihr zufällig den Lieferanten gesehen? Ja, er ist tot. Er ist tot. Das ist eine schreckliche. Nun ja, naja, Hauptsache ich habe jetzt das Krabbenfleisch. Laufburschen sind ersetzbar. Ach, und hier ist eure Belohnung. 3000 Villa ist gut. Und jetzt kümmere ich mich um das Sasu der Pro. 21.000 XP. Das ist... not bad. Wie viel fehlen uns? Uns fehlen noch... Ah, das ist eine Quest eigentlich, ne? Das ist... 14.000 brauchen wir. Ist nicht super viel. Aber wir müssen... Habe ich irgendwas, was ich schnell und easy erledigen kann? Nein. Schade. Naja gut, dann müssen wir es wahrscheinlich so machen, dass wir in den Dungeon reingehen für das Bruchstück. Und uns dann, wenn wir Level 35 werden, sofort rausporten einmal, um zu skillen. Und dann wieder reingehen. Aber das machen wir nicht jetzt, das machen wir in einer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!